und weil es euch letztes Mal so gut gefallen hat, sind wir hier wieder bei einer neuen Runde Scribblio mit den gleichen zwei Leuten, die ein großes Zeichentalent besitzen. Der Chaos Show 44 und der Tops Telefon. Mit dem schiefen Mund. Ich sehe hier nur diese komische Bewegung. Go, go! Okay, go, go! Und ich Round 1. Ich bleib anfangen. Oh, die Leute haben mir alle gesagt, Ronja, hör auf zu sagen, welches Wort du schreibst. Das ist voll dumm. Okay, es sind zwei Wörter. Jeweils vier Buchstaben. Und dann. Was soll das denn sein? Oder es halt dann erst zu sagen, wenn es zu spät ist. Hatten wir das schon mal? Tops stinkt. Guter Kommentar. Also ich mach schon mal damit runter. Oh ja. Flo, da bin ich noch dabei. Aber ich bin wieder beim Video Marian. Da rauche ich mal. Was soll denn das sein, Tops? Ist ein L. Ja, habt ihr gerade gesehen, wie gerade es runterging? Das ist die Maus, wo die Maus. Ja, okay, meine Maus. Hey, du, hatten wir das wirklich schon? Tops, was soll das sein? Das letztes Mal, als wir sowas hatten, war es, glaube ich, Mosaik. Und das sieht auch nicht aus wie Mosaik. Ich glaube, das ist nicht deine Maus, die aussetzt, sondern dein Hirn. Oh nein, meine Maus, ich kann nicht zeichnen. Was soll das denn sein? Klettert ihr die Wand hoch? Ein Handkletterer. Okay, Tops, zweites Wort, doch rechts, zweites. Ja. Ich sag, das erste Wort habe ich hier erkannt. Das. Was? Nein, ich habe das erste Wort nicht erkannt. Er hat was. Oder er hat eine Kralle. Ist es wieder die Klaue? Diese blöde Maus. Was ist das? Hat der ein Baby an der Hand? Und wirft es jetzt einfach den Berg runter? Für mich sieht das aus wie jemand mit so einem kleinen Baby an der Hand. Tschüss. Och, Kekong, lol. Tops, ist doch kein... Das ist ich wollte zeichnen, aber meine Maus hat mich nicht gelassen. Ey, Tops, wie wär's denn, wenn du Farben benutzt? Okay. Wenn mich meine Maus überhaupt Tops, es war schwer als Affe zu erkennen, bin ich ganz ehrlich. Okay. Ich mag die dicken Linien, dadurch wirkt es gleich viel hochwertiger. Ja. Das ist ein Superheld. Warte, nee. Warte, ich darf es nicht sagen. Es fällt mir wirklich schwer. Ich habe das Gefühl, ich habe trotzdem gewonnen letzte Runde, also es ist nicht schlimm. Der trinkt aus seinem Rucksack. Das ist so einer von diesen komischen... Er trägt keinen Rock. Aber es ist sein Mund und er trinkt aus seinem Rucksack. Ja, das sieht er trinkt nicht, aber er macht was anderes. Er leckt seinen Rucksack an. Das ist ein Rucksackerlecker. Was ist das? Ist das ein Igel? Pustet er seinen Rucksack aus? Er macht... Brennt seinen Rucksack. Mit gelbem Feuer. Und muss jetzt gelöscht werden mit diesem Lapras. Nein, das schau mal. Das ist perfekter Umriss von einem Lapras, müsst ihr zugeben. Ja, eigentlich schon. Ja, jetzt wo du es sagst. Aber er macht Musik. Es ist ein... Was ist das? Ah! Ey, das ist richtig schwer zu malen. Habt ihr gesehen? Ich hab's nicht gesagt, das Wort. Es ist ein Schotte mit einem Rock. Ich hab zwar gesagt, er macht Musik. Das hat Tops vielleicht nicht erkannt. Ich mal was Einfaches für euch. Nein, das... Wow. So, und zwar ist das sehr schön. Hier haben wir... Das ist ein Auspuff. Das ist kein Auspuff. Tops. Also pink ist er nicht, also kannst du nicht kümmern. Warte, ich mache das Ganze jetzt hier ein bisschen rosa, um das hier schöner zu machen. Und dann machen wir noch Beine dran. Und dann machen wir jetzt noch was dran, was es weggeben wird. Hab's. Wow. Schön gemalt, was jetzt nicht, aber... Mal, wenn mein PC ich werd innerhalb von meinem Leben ein Spiel von Scary gewinnen. Okay, wir glauben an dich. Selbst Hobbs hat ein Spiel gewonnen. Ich meine, du siehst, wie er zeichnet. Bitte benutzt Farbe. Tops, du hast noch nie Farbe benutzt bei Scribble. Bro, aus. Tops, was? Er fängt immer gleich an. Er malt dieses schiefe Rechteck, ja? Ihr malt ja jedes Mal. Tops ist unten eine Leiste, das weißt du. Du kannst er kann die Dicke verändern, er kann die Farbe verändern. Aber er malt schon wieder ein Männchen. Mit noch einem Rechteck. Das ist eine Bildergalerie. Nein, Hä? Ja. Was soll das sein? Das ist... Oh, Klassenraum hast du schon geschrieben? Ja, hab ich schon geschrieben. Was ist das? Was ist denn das? Es ist ein Bild von einem Klassenraum. Nein. Guck mal, das ist doch ganz berühmt, dieses Fragezeichen. Was ist das? Hä? Oh, Maus! Lass mich doch wenigstens zeichnen! Es ist auch kein Super Mario! Nee, aber das ist hier... Vielleicht ist es ein... Das sieht jedes Mal weg. Jump'n'Run!
Nein, ach Mann, diese blöde. Oh, warte! Nee, 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 warte. Oh Mann, ich hab falsch geschrieben. Meine Maus ist kacke. Computerspiel? Das letzte Wort, das zweite Wort brauche ich. Ja, das dringend. Ich am Anfang. Ja, geil. Hast du Spielschirm geschrieben? Was ist denn ein Spielschirm? Ja, ich dachte, das passt irgendwie von den Buchstaben. Ah, Videospiel, das ist ärgerlich. Das hätte, ich hab Computerspiel geschrieben. Jedes Mal, wenn ich was zeichnen will. Komm, jetzt komm, was war richtig simpel? Okay. Das ist ein Laptop. Das ist ein Schachbrett. Das ist Ronja. Sieht man an dem roten X. Was? Ja, Klassiker. Tic-Tac-Toe. Das ist... Oh, ich kenne es. Warte mal. Das ist mal. Nicht genug. Ich hab mich auch verschluckt. Denk doch logisch. Oh! Nein! Nice! Warum sagst du nein? Das heißt ja. Ich wollte nice sagen. Oh mein Gott, das ist alles schwer. Ich glaube, das ist am einfachsten. Tops führt wie? Weil ich geil bin. Tobias, red dir nichts Dummes ein. Okay, ich versuche das jetzt hier halbwegs deutlich zu machen. Ich glaube, normalerweise ist der blaue Ring außen, aber man wird es schon erkennen irgendwie. Und dann ist in der Mitte ein kleiner Punkt. Und dann haben wir hier... Mein Wort ist close. Der hat hier was in der Hand. Und das pfeffert er hier drauf. Und hier steckt schon was. Da steckt noch was. Und dann ist da rechts so ein kleines Scoreboard. Komm, lass es uns dunkelgrün einfärben. Ich habe das Gefühl, Scoreboards sind immer dunkelgrün eingefärbt. Es geht um die Sportart. Habt ihr das mal als Sportart gesehen? Okay, komm, ich probiere jeden Buchstaben. Hier ist ein Scoreboard. Ja, hier hat jemand 4 Punkte. Das ist echt wenig. Welcher ist der letzte Buchstabe? Dato, Daten, Datev, Data. Was ist der letzte Buchstabe? Tops hat's geschrieben, aber er hat es falsch geschrieben. Nein, er den Lecht rette. Ey, warum? Das macht doch schon nicht Sinn, ich hab alles. Darts! Warum Mehrzahl? Aber Datev macht mehr Sinn. Oder Daten. Ich hab alle Buchstaben probiert. Daten, klar. Lass uns doch mal eine Runde Daten gehen, Leute. Einfach mal schön im Garten, eine Runde Daten. Ganz entspannt. Daten. Okay. Ja. Wisst ihr was? Die Daten vom Darten. Oh ja, Maus, du mich auch. Guck mal, das meinte ich. Ich hab grad gedrückt und dann geht's einfach so komplett runter. Oh, Wüste. Guter Guess. Ich würd Auspuff raten. oh, nee. Fangen wir wieder mit einem Rechteck an. Oh, sehr gerade Linie. Das ist eine gerade. Hey, Tobs, komm schon! Okay, ich Tobias? Das ist eine dicke Person. Alles klar, alles. Ja, ich kann nicht zeichnen. Was? Das ist eine dicke Person und was ist das Gegenteil von einer dünne Person? Übergewichtig, oder? Was? Tobs, ja. Mal doch einfach! Ich kann nicht mal, meine Maus lässt mich nicht. Hä, untergewichtig ist falsch. Hä? Untergewichtig ist falsch. Nee, aber was ist, wenn man untergewichtig ist und das trotzdem mag? Also. Was? Got it. Ja. Sportlich. Also wenn man danach süchtig ist. Wenn man. Guck mal, das ist so bescheuert. Meine Frau funktioniert gar nicht. Ich kann gar nichts machen. Habt ihr an diesem Kunstwerk. Jetzt mal ohne Tops reden. Wie habt ihr an diesem Kunstwerk. Das erkannt, dass du magersüchtig heißt. Okay, Flo, was meinst du denn Schönes? Meinst du eine Wüste? Nein. Malst du eine Schaukel? Das ist ein Auspuff, siehst du doch ganz klar. Also, das ist tatsächlich kein Auspuff. Was, ne? Nein. Das ist kein Auspuff. Ich erkenne einen Auspuff, wenn ich ihn sehe. Das ist nämlich eine Torte. Was? Was soll das sein? Ich meine, ich finde es schön, dass du so farbenfroh bist. Es ist eine Geburtstagstorte. Kerzen. Hä? Wieso ist Torte falsch? Oh, vielleicht ist es Kuchen. Ah. Runde zurück, dass wir auch deine Kommentare hören. Ja. Danke, aber guck, das hier, ich habe 320 Punkte, die anderen haben deutlich weniger, das ist überhaupt nicht schlimm. Hey, ich hab so Nudeln drin im Kuchen. Das ist alles schwer. Das wurde schon mal versucht, das hat gar nicht gut geklappt. Ich versuch's mal damit, ich bin mir nicht sicher, wie gut ich das jetzt zeichnen kann. Ich versuche jetzt erstmal die Person... Gehabt? Nein, das hatten wir jetzt noch nicht. Ich versuche jetzt erstmal die Person Weinrede. Zu zeichnen. Nein. Wir hatten es noch nicht gehabt. Okay, das ist jetzt... Dickdarm. Nein! Das hier, Freunde der Nacht, ist ein Bein. Das ist kein Bein, das ist eine Wurst. Das hier ist Beinbehaarung, okay? Dann sind es Wurstbeine.
Aber das ist nicht das Wort. Das war jetzt nur die Szenerie, damit ihr das auch guessen könnt. Beinbehaarung. Was? Wieso? Ich meine, dass du das detailliert machst. Was? Gillette? Nein, was ist das? Was habe ich hier gerade gemalt? Es geht um das. Das Bein ist nur zum Kontext. Deswegen habe ich es auch gesagt. Das ist schon ein bisschen eklig. Hey, warte, kurz, ist aber ein furchtbares Wort. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht der gebräuchliche Begriff. Ich weiß nicht, wovon. Was gibt das mal einen Daumen runter für die Zeichnung, weil es sieht einfach aus wie... Was? Ja, es gibt einen Daumen runter. Entschuldige, was? Wie heißt das? Daumen runter. Hast du mal das behaarte Bein gesehen? Das ist sowas, wo ich die... Oh, komm, ich will die 0 Punkte kriegen. Tobias! Ich mal dir das Bein noch aus. Oh, warte. Das ist alles ausgemacht. Ups. Ach, klar. Okay, jetzt geht hier das Theater wieder los. Was kann ich denn machen? Okay. Kauf dir eine neue Maus. Stopp den Wahnsinn. Klaue. Ich sag Wüste. Hab ich schon. Oh, Wüste hast du auch schon. Was ist denn noch frei? Kreis. Das ist ein Knie. Ich erkenne ein Knie. Was soll das sein? Das ist ein Armstumpf. Genau, Armstumpf, Mädel. Armstumpf. Okay, es ist ganz offensichtlich. Ich bin der Beste. Ist es keine Socke? Aber Socke ist close. Was ist denn das, wenn es keine Socke ist? Oh, Strumpf. Nein. Warte. Was? Es ist Harry Potter, was wir vorhin hatten. Ich will gerade noch eine zweite zeichnen. Ja, hast du Bein gemacht. Ach ja. Okay. Hätte ich wissen müssen. War ein Buchstabe zu viel. War mein Schritt. Flo, was machst du denn Schönes? Das sind zwei Wörter. Kim Jong-un. Naja. Ist es Kredit halt? Ist es Kim Jong-un? Oh, schön ausgemalt. Ich erkenne hier eine Walfischflosse. Ich erkenne hier ein Dollarzeichen. Das ist der Stark Horse, Herr der Ringe, Marvel Iron Man. Was? Stark Horse. Marvel Iron Man. Ja, Iron Tower. Was ist der jetzt? Er hat jetzt hier so eine Art Alge. Oktopus. Was ist das? Mensch. Monster. Okay, das ist ein... Der gießt. Er gießt den Flugzeugflügel. Flügel. Er uriniert auf den Flugzeugflügel. Ich wollte auch gerade sagen, das ist nicht okay. Oh, ich weiß, was es ist. Hä? Stark. Sehr stark. Sehr, sehr stark. Weißt du, du gibst einen Daumen hoch von mir. Das ist jetzt aber eine Wurst. Gib Daumen hoch, reich Bonuspunkte, oder nicht? Nö. Warte, ich mache jetzt hier übrigens Szenerie. Ich hoffe, ihr könnt es appreciate. Oh, zwei Wörter sind das. Das ist, so. Dann wollen wir hier keine Schleichwerbung machen, aber wir malen das schon mal drauf. Und dann... Hä? Oh, ich hab's. Nein! So, das kann man ja ganz klar erkennen. Das ist nur eine Sache. Wir malen jetzt noch die nächste. Und zwar hier... Malen wir noch einen einwandfreien. Was soll das denn sein? Was soll das denn sein? Hä? Das ist eindeutig erkennbar. Willst du mich veralbern? Zweites Wort drin, ja. Achso, ja, es sind zwei Wörter. Das sind der Überbegriff für diese Sachen, die ich hier zeichne. Ich male Sachen, die zu diesem Überbegriff passen. Ah! Lol, das ist gemein. Du kennst das, glaub ich, nicht so wirklich, oder? Ah, doch, eigentlich müsste er es schon erkennen, ja, doch. Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste man. Das ist doch ein bekanntes. Ja, doch, das ist ein bekanntes. Un? Kim Jong-un? Kim Jong-un? Nein, es ist nicht Kim Jong-un. Das ist nicht schon gezeichnet, aber ich weiß, was das ist. Aus dem Begriff. Mal Überbegriff. Hier noch ein bisschen dunkelgrün. Frankfurt, ich hab doch Fastfood geschrieben. Ah, das ist ärgerlich. Fastfood ist. Ah, ja. Never lucky. Dumm. Das ist am Ende sollten übrigens saure Gurken sein. Aber ich glaube, das ist super. Das ist eine Wüste! Tops gewinnt einfach immer dadurch. Schau mal, wenn du die anderen durch deine schlechten Zeichenkünste trickst. Was? Ey, komm, das ist ja eigentlich ganz gut gezeichnet, oder? Ja, ich glaube. Kann man sich nicht. Ich dachte am Anfang, das ist so ein indischer Tempel. Ja, Flo. Genau. Mit drei Buchstaben. Oh mein Gott, es ist richtig schwer. Ich mach das Allereinfachste, okay? Okay. Auspuff. Toaster! Das ist ein Toaster. Tüte?
Hä? Was ist das? Eine Parkbank. Das ist keine Parkbank. Hä? Ich bin sehr verwirrt. Was soll das denn sein? Hä? Ja, komm schon. Details dazu. Ja, mach ein bisschen mehr, hallo. Hä, was ist denn das? Was soll das sein? Ja, was soll das sein? Ja, das fragen wir dich! Hä? Was ist das? Das ist doch eh... Das ist... Oh. Das ist Kim Jong-un. Das, wenn es pink ist, ist... Oh nein, das wollte ich nicht. Wollte schöne nicht. Hintergrundfarbe. Ja, komm, es ist relativ... Es ist wirklich simpel, es ist wirklich simpel. Echt, wieso? Nein, das ist ja auch nicht simpel. Das sind... Man kann es essen. Hä? Ich würde Erdnüsse sagen, aber das ist zu kurz. Zu lang, meine ich. Das ist okay. Es ist okay. Es ist wirklich nicht schlecht gezeichnet. Das sieht ein bisschen aus wie eine, keine Ahnung. Unförmige. Die Alternativen von Stephen Hawking und Irland. Oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Dann ist das tatsächlich noch mit am besten. Ja, warte, Tops, du errätst es nicht. Frisst die 0 Punkte. Frisst die. Chips. Lol. 0 Punkte. Erster Platz. Erster Platz. Okay, pass auf. Ich werde, glaube ich, nie in meinem Leben eingespielt bin hier. Du wirst es schaffen. Wir alle glauben an dich. Ich nicht. So, okay. Wie sehen diese Blätter nochmal aus? Das sieht jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht aus, wie die Blätter aussehen, aber ist schon okay. Ja, ich hab's geschafft. Ich bin super. Ich werde einfach alles probieren. Ich bin so schön. Ich bin so mega zu sehen. Ja, was ist es denn? Ich werde es nicht erraten. 0 Punkte. Das ist eine Pflanze. Keine Chance. Keine Chance, ich weiß nicht. Gibt es auch eine giftige Variante davon. Genau, es gibt, das wächst oft. Okay, pass auf, das hier ist ein Haus, eine Häuserfront. Und da wächst das dran. Das sieht man voll oft an so Häuserfronten wachsen. Keine Ahnung. Wohnt aber nicht in Häusern, der wohnt in Unterbrücken. Und hier ist Efeu. Efeu. Ich habe noch nie in meinem Leben Efeu gesagt. Ehrlich nicht? Ha. Sag einfach das Ding da, die Pflanze da. Ich hab euch in den Boden gestampft. Ey, weißt du, warum Tops gewinnt? Weil er einfach so abgrundtief so schlecht hat, damit niemand von uns Punkte machen kann. Falls ihr in diesem Spiel gewinnen wollt, versucht eure Freunde so sehr wütend zu machen, wie es nur irgendwie möglich ist, indem ihr so schlecht zeichnet, wie es gerade so Menschen möglich ist. Tops, Grundschule hast du abgeschlossen? Oder bist du da raus dann irgendwann? Kindergarten so wiederholt. Ab der zweiten Klasse. Hast dann gesagt, mehr Bildung brauche ich nicht, es reicht mir. Kennt ihr das, wenn ihr was zeichnen wollt? Und dann, also ihr macht einen Strich, also ihr wollt einen Strich zeichnen. Ja, wir haben gesehen, dass du einen Strich gemalt hast. Ja, das war's. Ich wollte keinen Strich malen. Naja, das war's dann aber mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar, wie schlimm ihr Tops Zeichnung fandet auf einer Skala von absolut grauenhaft bis, sagen wir mal, 1. Und dann macht's gut bis zum nächsten Video. Ciao!